der Martin Viada. Ich bin Journalist für Bildung und Wissenschaft und darf Sie jetzt durch den letzten Teil des Tages führen. Legen wir also los, Lessons learned aus den Workshops. Ich werde jetzt nacheinander die vier Berichterstatterinnen, Berichterstatter aus den Workshops zu mir nach vorne bitten, damit Sie uns kurz ein wenig erzählen können. Und kurz ist wirklich kurz. Wir haben insgesamt eine halbe Stunde Zeit für vier Workshops, die ja insgesamt 3 Stunden jeweils gedauert haben. Also das ist jetzt nicht ganz einfach. Wir müssen eine Art Telegrammstil machen. Wir müssen uns fokussieren auf das Wesentliche, auf das ganz Wesentliche. 4 Workshops zu den strategischen Profilbildungsinitiativen, von der Strategiebildung bis zur Umsetzung. Also fangen wir gleich an mit dem Workshop 1. Volluniversitäten. Claudia Bremer von der Goethe-Universität, kommen Sie zu mir nach oben. Ich drücke Ihnen jetzt einfach mal das Mikro in die Hand und wir machen das jetzt immer so, dass meine Berichterstatterin, meine Berichterstatter kurz ein bisschen erzählen, 2-3 Minuten, wirklich nicht länger, sonst würde ich irgendwann sagen, und dann stelle ich noch ein paar Fragen und dann gucken wir einfach nochmal, ob Sie wesentliche Dinge vergessen haben, indem wir das Publikum fragen. Bitte schön. Also wir haben uns befasst mit den Digitalisierungsstrategien in der Lehre an Volluniversitäten, haben auch über dieses Wording, ob es E-Learning-Strategie heißt oder nicht, nachher noch diskutiert. Wir hatten Praxisbeispiele Duisburg-Essen, Ruhr-Uni Bochum und Uni Potsdam. Und das Spannende war, dass sie auch sehr unterschiedlich waren, teilweise aus einer Neuauflage, einer Wiederauflage einer Strategie, eine erstmalige oder eher so eine Dauerstrategie, die irgendwie gut läuft, ohne sich Strategie zu nennen. Das ist Bochum der letzte Fall. Und im zweiten Teil des Workshops haben wir uns damit befasst, wie man so eine Strategie entwickelt. Wir haben nochmal das, was wir in der Themengruppe erarbeitet hatten, nochmal vorgestellt, diese Prozessmodelle und dann Arbeitsgruppen gebildet zum Thema, brauchst du überhaupt eine Strategie, war eins. Dann, wie gewinnt man Fachbereiche und wie geht man mit Widerständen um, war ein anderes Thema und auch noch, welche Mehrwerte und so weiter lassen sich realisieren. Haben es dann wieder gesammelt und berichtet. Und braucht es eine Strategie? Ja, aber man muss es nicht unbedingt Strategie nennen. Es war, ob das Wort Strategie irgendwie verbrannt ist, man könnte es ja auch Konzept nennen oder Plan. Wir haben keine abschließende Meinung. Manche sagen, ja, wir wollen Strategie nennen, andere sagen nein. Ein Konsens war, dass das in einem größeren Kontext stattfindet von Digitalisierungsstrategien rund um Verwaltung, Forschung oder auch Strategien im Bereich Lehre. Also diese Einbettung wurde stark thematisiert und dass es keine isolierte Digitalisierungsstrategie in der Lehre sein kann. Interessant, dass es dann Strategien gibt, die gar nicht so heißen. Kommt da irgendwie auch eine Abneigung gegen den Begriff zum Ausdruck oder merkt man einfach nicht, wenn man eine Strategie macht? Also es gab so die eine Position, dass es ganz gut ist, das Strategie zu nennen, weil es dann auch Ressourcenzuflüsse und Identifizierbarkeit des Themas gibt. Und auf der anderen Ebene, da fragen Sie am besten den Herrn Fischer, ich weiß nicht, ob er im Raum ist, hat das am stärksten vertreten. Der hat das, dass Strategie auch, wenn es genau so viele Strategien an einer Hochschule gibt, ne, das war dieser Strategiewirrwarr-Begriff, das hatten wir als Karte. Und ob es nicht auch mal als Plan heißt, reicht, weil eine Strategie so groß ist und auch, wir waren uns einig, das Digitalisierungsthema lässt sich gar nicht mehr auf 5 Jahre festschreiben und absehen heute, was in 5 Jahren ist, weil unterwegs so viel passiert, auf was man reagieren muss, dass man eher in so einer Rahmung sich bewegt und vielleicht Pläne macht oder Konzepte und ein bisschen von diesem großen Anspruch runterkommt und sich damit auch in diesem Kontext bewegen kann. Ja, aber manche sagen, wir wollen es gerne Strategie nennen, andere sagen, ach nee, wir nennen es anders. Also es ging eher, wir waren uns trotzdem einig, dass wir was haben wollen. Wie war so die Grundstimmung? War das mehr so Selbsthilfegruppe, so nach der Art, wir würden ja gerne, aber uns nimmt jetzt keiner ernst? Ja, oder war das total professionell und alle haben von ihren Erfolgsgeschichten erzählt? Also die Grundstimmung war, dass es uns zu warm war, das war, glaube ich, Konsens. Und der zweite Teil, das war, was ich schön fand, überhaupt keine Konkurrenz zwischen den Praxisbeispielen, sondern ganz eher, ach toll, dass wir nebeneinander hier uns präsentieren, wir sind so unterschiedlich, wir können voneinander lernen, wir müssen uns nochmal treffen. Also das war ein unglaublich schönes Miteinander. Und ein Fazit aus diesen Praxisbeispielen, das ich auch im Workshop niederschlug oder wiederholte, war, weg, also ich hatte mir so notiert, von der Konkurrenz zur Kooperation, die Konkurrenzen, die wir manchmal in Hochschulen erleben bei den Einrichtungen, dass es eigentlich an der Zeit ist, mit Kooperationen wie E-Alliance an Duisburg-Essen und anderen, das Zeitalter der Kooperation bricht an. Das war auch im Workshop so. Wir hatten erst ein bisschen Input und hinterher Arbeitsgruppen und es war ein wertschätzendes, konstruktives Miteinander mit sehr so disruptiven Impulsen, die aber gut aufgenommen wurden. War nett, oder? Also sagen die anderen. Dann frage ich mal die Teilnehmer, okay, nett war's, aber gibt es sonst noch Dinge, die vielleicht Frau Bremer jetzt nicht erwähnt hat, ich will nicht sagen unterschlagen hat, verschwiegen hat, Dinge, wo sie sagen, also ich möchte schon, dass wir noch kurz erwähnen, das fand ich besonders spannend, das fand ich besonders wichtig.
Muss auch nicht sein, aber kann ja gut sein. Sie trauen sich jetzt das nicht. Ist dann immer die Frage. Also ist es jetzt so, dass das so erschöpfend war, wie Sie es sozusagen dargestellt haben? Oder ist es so, dass jetzt einfach alle sagen, ach komm, es ist jetzt hier bald 17:30 nachmittags und so, lass die mal da vorne machen. Ich sage jetzt erstmal nichts mehr. Es ist immer noch warm. Ich gehe mal von Ersterem aus. Ich gehe mal davon aus, dass Sie das einfach im Wesentlichen dargestellt haben. Ganz herzlichen Dank, Frau Bremer. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Jetzt gehen wir weiter zu Workshop 2, Technische Hochschulen, Professor Dr. Sönke Knutzen, Vizepräsident Lehre Technische Universität Hamburg-Harburg. Mikro, bitteschön. Auch da wieder die Bitte, erzählen Sie erstmal ein bisschen und dann frage ich nach. Was war bei Ihnen los? Ja, bei uns war es auch warm, aber wir haben uns auch wohl gefühlt, glaube ich. Nee, wir haben eigentlich sehr ähnliche Sachen gemacht und ähnliche Dinge diskutiert wie bei euch, sind auch eigentlich ähnliche Dinge dabei rausgekommen. Was wir gemacht haben, ist, dass wir aus Sicht der Technischen Hochschule ein bisschen geguckt haben, was haben wir aus Asien jetzt nochmal gelernt. Du hattest ja eingeführt nochmal in unsere Asien-Delegationsreise. Wir haben nochmal ein bisschen erzählt, was wir da für Wahrnehmungen hatten. Wir haben dann nochmal nach München geguckt, an die TU München und an die RWTH Aachen und dann Praxisbeispielen geguckt, was gibt es eigentlich für Strategieansätze, wo sind die Vorteile, Nachteile, was funktioniert nicht. Und haben dann immer so ein paar Stimmungsbilder mit Klickersystem nochmal reingeholt. Das war gut. Was wir vielleicht nochmal vorausschicken wollen zur Motivation jetzt für alle, das ist eine historisch gute Chance, die wir gerade haben. Es ist gerade irgendwie, das Thema ist gerade in der Luft überhaupt, Lehre und Digitalisierung, und wir haben wahnsinnig viel Geld im Moment. Es gibt den Hochschulpakt, es gibt den Qualitätspakt Lehre, es gibt viele gute Kooperationen mit der Politik, das ist eine wahnsinnige Chance. So eine Fenster gibt es, glaube ich, nicht so oft, und deswegen muss man dieses Fenster jetzt nutzen. Das ist uns nochmal wichtig zu sagen. Also jetzt darf man nicht irgendwie sagen, ja, wir nehmen nochmal 4 Jahre Anlauf und dann gucken wir mal, dann ist es vorbei. Jetzt muss man es machen. Also das ist vielleicht, wenn man über Strategien nachdenkt, nochmal wichtig zu sagen. Jetzt Gas geben. Ja, was kann man tun? Soll ich sagen? Ja, gerne. Was kann man tun? Ja? Was kann man tun, ja. Was kann man tun, genau. Haben Sie es, also, wissen Sie es? Nee, wissen wir nicht genau. Ja. Aber wir wissen, eins wissen wir aber. Aber die Frage ist schon mal formuliert, das ist gut. Die Frage war ja, wie geht man mit Strategien um? Gibt es eine Strategie oder gibt es gar keine? Und es gibt schon eine, aber die wandelt sich natürlich dauernd. Häufig werden Strategien erst hinterher zu Strategien. Man fängt an, irgendwas zu tun, stellt fest, es funktioniert. Man versucht, und dann erklärt man es zur Strategie. Und dann sagt man, das haben wir doch immer gewollt. Nee, also eigentlich ist es so, dass man tatsächlich über die Veränderung von Lehre, von Digitalisierung nachdenken. Man muss gucken, welche Akteure braucht man an welchen Stellen und wie passt das zur Strategie. Und das ist ein iterativer Prozess. Es ist nicht so, dass man sagt, ihr habt eine Strategie und in 10 Jahren kommt das dabei raus. Das hattest du ja auch gesagt. Was wissen wir denn, was wir in 10 Jahren für Digitalisierungselemente haben oder für Lehranforderungen? Das ist aber eigentlich gerade die Absage an eine Strategie dann, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, wenn man sagt, ein iterativer Prozess, wir wissen nicht, was in 10 Jahren ist, wir machen einfach mal und dann gucken wir und im Nachhinein, wenn es gut war, erklären wir es zur Strategie. Nee, das kommt darauf an, wie man eine Strategie definiert. Also wenn wir Strategien so definieren, dass wir heute sagen, was wir in 10 Jahren erreichen wollen, was die Ziele sind, welche Strukturen wir brauchen, dann glaube ich, machen wir sogar einen Fehler. Die Strategie muss sein, dass wir ermöglichen. Also viele Dinge aufbauen, das ist natürlich auch mit Geldern, mit Anreizsystemen, mit allem Möglichen verbunden, aber wir müssen Ermöglichungsstrukturen schaffen, die den Hochschulen dann die Freiräume geben, Dinge zu tun. Und das ist natürlich auch eine Strategie, nur das ist keine Strategie im Sinne von, wir definieren heute mal, was wir in 10 Jahren haben wollen. Und da haben Sie jetzt ja 2 Beispiele gehabt, TU München, RWTH Aachen, Ermöglichungsstrategien, vielleicht noch 2, 3 Sätze dazu. Was sind solche Ermöglichungsstrategien konkret? Das ist auf relativ vielen Ebenen haben wir da was gefunden. Das ist natürlich technologisch. Man braucht Kümmerer, also irgendjemand, der sich kümmert, der Dinge wirklich umsetzt. Wenn ein Dozent irgendwie seine Lehrveranstaltung ändern will im Flipped Classroom-Format, dann kann man nicht von ihm erwarten, dass er Videos macht, Videos schneidet, die ins Internet stellt, Server aufsetzt und so weiter. Das muss irgendjemand tun. Das heißt, man braucht Servicestrukturen dafür. Man braucht gleichzeitig, und zwar eng verbunden damit, Didaktikstrukturen. Denn Technik funktioniert natürlich im E-Learning überhaupt nicht, ohne dass man didaktische Strukturen dabei hat. Die braucht man auch. Das heißt, das sind so klare Elemente, die wir eigentlich überall gefunden haben, an fast allen Hochschulen, finden wir bei uns auch, in München, in Aachen und an vielen anderen Standorten finden wir das auch. Ein wesentliches Element. Was hatten wir denn noch? Ich gucke mal auf meinen Zettel. Sonst frage ich in der Zwischenzeit. Ich frage mal einfach, und übrigens Sie, wenn Sie das Gefühl haben, hier einen Punkt möchte ich noch mit einbringen, ich frage jetzt nicht jedes Mal extra, aber Sie melden sich, ja? Also Zwang, Stichwort Zwang, funktioniert das?
funktioniert nicht. Also was vielleicht ein bisschen funktioniert, ist Anreizsysteme zu schaffen. Zwang funktioniert eigentlich nicht. Was wir noch gefunden hatten, jetzt gucke ich doch auf den Zettel und finde noch was, gute Lehre sichtbar machen ist noch ein Punkt. Also gute Lehre sichtbar machen Anreize. Ist nicht nur Anreize, sondern ist auch das, was wir in Asien viel gesehen haben. Es geht darum, Lehre einen Ort zu geben, also einen Platz zu geben. Lehre ist wichtig. Und was wir in Deutschland halt viel haben, ist, dass Lehre gegenüber der Forschung halt weit, weit zurückfällt. Mhm. Und deswegen muss man Leuten, die sich über Lehre profilieren möchten, eine Chance geben, das zu tun. Mhm. Dafür muss man es sichtbar machen. Ja, also das, was du hattest es auch gezeigt, in Asien, die tollsten, architektonisch besten Gebäude sind die Learning Center. Und das findet man bei uns nicht. Man findet Lehrstars in Asien, ja. Das findet man bei uns nicht. Und das sind schon Elemente, die man an Hochschulen natürlich auch machen kann. Auch vielleicht mit der Politik zusammen. Das ist eine Chance, dass man den Leuten ein Profilierungselement gibt über Lehre. Sie haben ja eben gesagt, es ist eigentlich jetzt gerade ganz viel Geld da, also vielleicht geht das ja dann sogar, dass man sagt so, wir schieben das mal ein bisschen Richtung Lehre, jetzt gucke ich in die Richtung der Politik an der Stelle. Im Augenblick ist ja tatsächlich so, dass viele der schicksten Gebäude auf den Campi Forschungseinrichtungen sind. So ist es. Ja, jetzt muss man nicht gleich über Architektur und die tollsten Sachen nachdenken, aber wir haben gute Chancen über den Hochschulpakt Lehre, wenn man es gut einsetzt, und über den Qualitätspakt. Wir haben viel Bewegungsspielräume aus meiner Sicht, die man sehr gut nutzen kann im Moment. Und es ist, glaube ich, fast ein bisschen fahrlässig, wenn man es nicht tut. Wenn es jetzt keine Ergänzung mehr gibt, doch eine Ergänzung gibt es, Frau Hauffe-Wadle. Warten Sie mal, ich komme mal zu Ihnen, wenn ich kurz darf. Nehmen Sie sich noch ein anderes Mikro? Ja, also ich glaube, ein wichtiger Punkt war auch Mut zur Entscheidung. Anderes Mikro, Moment. Anderes Mikro, egal. Okay. Das war's schon, was ich sagen wollte. Also kurz zu sagen, Mut zur Entscheidung ist wichtig, also Dinge nicht einfach im Raum schweben lassen. Genau, Mut zur Entscheidung, das hing so ein bisschen mit dieser Debatte zusammen, wo kommt das eigentlich her? Ist das ein Top-Down-Prozess oder ein Bottom-Up-Prozess? Wir waren alle der Meinung, sowohl als auch. Also man braucht eigentlich beides, man braucht schon... Da haben Sie sich auch nicht entscheiden wollen. Auch das ist eine Entscheidung, das ist genau das. Auch das ist eine Entscheidung, dass man sagt, es braucht beides. Es braucht natürlich eine Positionierung der Hochschule, aber man muss auch ermöglichen, dass die Leute was entwickeln. Und denn auch das wäre eben ein Fehler, wenn man von vornherein alles festlegt, dann lässt man halt diese Bottom-up-Bewegung nicht richtig zu. Mhm. Und deswegen muss man eigentlich beides miteinander verbinden. Mhm. Und trotzdem muss man als Hochschule irgendwann sagen, so, machen wir das jetzt. Und da packen wir auch Geld rein. Mhm. Herzlichen Dank, Herr Knudsen. Gehen wir gleich weiter zu Workshop 3, Fachhochschulen, Professor Dr. Michael Kerres. Sie muss sich jetzt nicht mehr vorstellen, ist heute Morgen schon passiert. Danke. Was war bei Ihnen los? Ja, wir haben uns zwei Praxisbeispiele angeschaut, Hochschule Augsburg, Beuth Hochschule in Berlin. Zwei ganz unterschiedliche Zugangsweisen. Einmal eine Strategie, die durch die Zusammenarbeit von drei Hochschulen definiert war, wo Direktorate überlegt haben, was können wir machen in der regionalen Zusammenarbeit. Und an der Beuth eben eine Strategie, die sehr stark auf die Diskussion in den Fachbereichen und Fakultäten setzt. Und das fand ich sehr interessant zu sehen. Im Endeffekt ist für mich klar geworden, ob das Wort Strategie heißt Plan oder so, das ist nicht der Punkt. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir es explizit kriegen. Also, dass wir in den Köpfen der Akteure doch eine Idee davon bekommen, wo wollen wir hin? Was ist das? Und es ist auch wichtig, das auszuhandeln in Gesprächen, klarzukriegen. Und insofern wäre mir schon wichtig zu sagen, wir müssen es expliziter kriegen. Und wir haben an den Beispielen, die wir uns angeschaut haben und die wir auch gemeinsam besprochen haben, auch gesehen, wie schwierig es uns in den Hochschulen fällt. Es ist oft leichter, Maßnahmen zu entwickeln. Es ist oft leichter, Geld bereitzustellen, aber sich zu committen, gemeinsam auf ein Ziel zu nennen, dann und dann werden wir das und das erreichen, das ist oft in solchen Prozessen ganz schwierig. Wenn man das wirklich als Prozess vom Bottom-up betreibt, dass man sagt, wir wollen alle mitnehmen, gemeinsame Ziele formulieren, oder ist das vielleicht der Teil, wo die Hochschulleitung sagt, so, ich habe das vorhin auch gehört in einem Workshop, so die Hochschulleitung sagt, wir definieren das Ziel und wie ihr da hinkommt, das ist eure Entscheidung. Ja, wir haben darüber auch nachgedacht, was muss die Hochschulleitung dabei tun? Also die Fachbereiche müssen es ja zum Beispiel in ihre Fächerkulturen übertragen. Das ist was anderes in den Geisteswissenschaften als bei den Ingenieuren und so weiter. Aber wie kann die Hochschulleitung das vielleicht auch klug rahmen? Also zum Beispiel, dass sie schlicht und einfach definiert, was definieren wir denn als Strategie? Was erwarten wir von euch? Wie können wir diesen Prozess begleiten? Wie können wir den Prozess strukturieren? Wie können wir unterstützen, dass das zuverlässig zustande kommt? Das sind schon wichtige Aufgaben, die dabei relevant sind.
Wieder die Frage nach der Stimmung auch an Sie. Wie war es so? Warm war es sicherlich, davon gehe ich jetzt auch aus. Und sonst? Ich glaube, wir spüren alle, dass so dieser Rückenwind wirklich vorhanden ist, dass wir merken, wir sind mit einem wichtigen Thema da, aber wir müssen jetzt dieses Thema auch wirklich klug in die Hochschulen, in die Politik reinbringen. Nochmal, Digitalisierung als solches wollen wir nicht, sondern wir wollen wirklich ja die Hochschulen vorwärts bringen. Und das hinzukriegen, das ist natürlich die Aufgabe für uns, das wirklich auch klug wirklich anzusetzen. Mhm. Gab es irgendwie noch was, wo Sie gesagt haben, das ist spezifisch Fachhochschule? Also wir haben jetzt im Grunde Universitäten gehört, technische Hochschulen, das klang alles irgendwie sehr ähnlich. Mhm. Fachhochschule klang jetzt auch ähnlich. Gibt es da irgendwo Unterschiede? Das Thema Lehre ist für die Fachhochschulen natürlich anders als an anderen Universitäten. Und insofern nehme ich da schon wahr, dass so eine gewisse Ernsthaftigkeit ist, da wirklich sich zu committen und klar auch die Leute einzubinden. Bestimmte Aktivitäten, wie ich sie so gesehen habe, kann ich mir nicht unbedingt vorstellen, dass sie an jeder Universität so gelingen würden. Also die These wäre, unter Umständen fällt dieser Prozess der Digitalisierung der Hochschullehre an Fachhochschulen ein bisschen leichter? Weil die Digitalisierung der Lehre, weil das dort einen hohen Stellenwert hat, auch so dieses Thema Öffnung für neue Zielgruppen, zielgruppenspezifischer anzusprechen, in kleineren Kohorten denken, da sind natürlich Möglichkeiten für Fachhochschulen anders. Meine Kollegen sagen immer, wenn erstmal die Studierenden wieder Zahl wieder runtergeht, dann können wir über neue Zielgruppen nachdenken. Falls die wieder wenn es denn je stattfinden würde. Also insofern ist dieses Denken an den Fachhochschulen da schon auch noch anders. Ja. Sicherlich auch ein Punkt, den wir gleich nochmal in der Podiumsdiskussion vertiefen werden, wie unterschiedliche Hochschulformen auch unterschiedlich reagieren und vorgehen können. Wenngleich einfach kleine Hochschulen natürlich Schwierigkeiten haben. Wir wissen, E-Learning bedeutet arbeitsteilig zu arbeiten, bedeutet auch mit Supportstrukturen zu arbeiten. Und das ist für kleine Hochschulen schwierig, sich da klug aufzustellen. Sie sind dann vielleicht noch stärker auf Verbundstrukturen angelegt. Sie können eben nicht wie eine große Universität als Präsidium da mal eine Million hier reingeben und da reingeben. Das fällt einer kleinen Hochschule dann eher schwer. Ja, es fällt auch einer großen Hochschule schon mal schwerer. Nicht von allen, wo ich heute was gehört habe. Ja, aber wir wissen auch alle, das ist gar nicht so das Geld, sondern eben halt auch diese Change-Prozesse. Das ist auch ein Satz, über den wir nachher reden werden. Das ist gar nicht so das Geld, sind die Change-Prozesse. Nicht nur, habe ich gesagt, glaube ich. Gar nicht so sehr das Geld. Ich sollte sagen, nicht nur. Einigen wir uns auf nicht nur. Gibt es noch Fragen bzw. Ergänzungen in dem Fall, wo Sie sagen, ja, einen habe ich gesehen, glaube ich. Ich bringe Ihnen mal wieder das Mikro, ist vielleicht besser zu hören. Das Mikro kommt zu Ihnen. Als Hochschulen haben wir in dem Sinne nicht geredet. Ich bezweifle auch, dass die Unterschiede da so groß sein werden, einfach vor dem Hintergrund, dass die Lehrbelastung an den Fachhochschulen in 18 Semester Wochenstunden und denjenigen, die etwas zu sagen haben, den Machern, die auch gleichzeitig heute noch in der Forschung drin hängen, das Ganze natürlich auch wieder sehr erschwert. Also von daher. Ja. Herzlichen Dank für die Ergänzung. Herr Müller hat ja heute Morgen in seinem Vortrag auch ein bisschen was zum Thema gesagt. Profilierung wiederum scheint an Universitäten unter Umständen der Profilbildungsprozess sogar besser zu funktionieren. Da werden wir nachher nochmal drüber sprechen. Sie wollten noch? Oder? Nö? Sie noch? Sonst entlassen wir Sie. Ganz herzlichen Dank, Herr Kerres. Und wir kommen zu Workshop 4, berufsbegleitende Studienprogramme, Dr. Anja Ebert-Steinhübel vom Leiterin Learning Leadership Institute in Nürtingen. Kommen Sie zu mir. Ich habe fast eine Idee, was Sie jetzt sagen werden. Wahrscheinlich, es war ganz ähnlich. Es war warm und... Wollen Sie zuerst? Also wir waren die Arbeitsgruppe mit dem längsten Namen. Wir hatten nämlich Weiterbildung und berufsbegleitende Studienprogramme und wir waren schändlicherweise im kleinsten Raum untergebracht, haben dafür wahrscheinlich umso intensiver gearbeitet. Ja, am Anfang haben wir gesagt, wir sind sehr ähnlich unterwegs. Ja. Wir haben uns aber zu einem fulminanten Schlussergebnis geeinigt, nämlich... Ja. Bitte, ja. Also erstens, wir hatten... zwei spannende Praxisbeispiele von der Universität Oldenburg. Mhm.
die das Thema lebenslange Lernen ja auch programmatisch auf ihre Fahnen geschrieben hat. Wir hatten die Hochschule Koblenz, also eine Universität und eine Fachhochschule gleichzeitig, mit beide sehr, sehr professionellen Angeboten, nämlich einmal mit einer eigenen, auch eigens konstruierten Lernplattform und mit zum zweiten Mal mit dem Thema Profilbildung und der Kooperation mit anderen Hochschulen. Das Besondere an der Hochschule Koblenz ist nämlich, dass sie eben auch im sozial- und geisteswissenschaftlichen Bereich diese Angebote machen, wo man ja gemeinhin sagt, naja, E-Learning taugt für vieles, aber für solche Dinge eben eher nicht. Und das haben wir durchdekliniert, wir haben über den gesamten Strategierahmen definiert, deshalb ja, Antwort auf Ihre Frage. Am Anfang kamen wir auf ähnliche Themen, sprich, wie wir es auch in diesem Change-Prozess hatten. Aber, und das ist vielleicht die Besonderheit, die wir haben, das heißt, wir haben es mit einem Programm zu tun, das in der Regel auf einer strategischen Entscheidung bereits basiert, nämlich ich möchte das anbieten und ich möchte es dezidiert anbieten für spezifische Zielgruppen und womöglich sind wir dabei manchen Agenten ein Stück weit voraus und damit, ich sage es mal, zumindest strategisch einen Schritt voraus, nämlich in der Verbindlichkeit und der Zielorientierung der strategischen Führung, Strategie im Sinne, ich habe dann Erfolgspotenzial auf dem Markt und ich weiß relativ genau, was mein Markt da will. Das heißt, weil es eher ein Marktprodukt ist, weil es auf einem Markt stattfindet, ist da vielleicht dann der Druck, aber auch der Anreiz ein anderer. Womöglich zumindest auch gedanklich die Auseinandersetzung dessen, wo, für wen möchte ich das denn machen. Das heißt, ich habe trotzdem natürlich die Anlässe in der Strategiebildung, warum mache ich das? Und das kann ein Förderprogramm genauso gut sein wie eine Gesetzesinitiative. Aber in der letzten Konsequenz muss ich sehr, sehr genau sein, dahin schauen, was kann denn meine Zielgruppe? Und in der Regel habe ich es da eben mit dieser par excellence, von der wir die ganze Zeit sprechen, mit dieser extrem heterogenen Studierendenschaft zu tun, die eben auf sich nehmen, ein Programm zu starten, das heißt neben ihrem Beruf auch noch. Und da muss ich vielleicht manchmal noch ein bisschen andere Maßstäbe anlegen. Das heißt, die fordern auch mehr. Das ist also, da merkt man stärker das Feedback der Studierenden, so nach der Art, wir sind jetzt hier, jetzt zeigt uns das auch mal. Das könnte so sein, müsste ich jetzt meine nicken, Redner nicken. Wenn sie dieses tun, ist es ja im Grunde genau das, was wir an den anderen Hochschulen ja auch wollen. Wir haben ja vorhin gesagt, ein wichtiger Akteur in diesem gesamten Prozess, und ich glaube, da waren wir uns alle einig, es ist ein hochspannender Prozess, der auch nicht zu Ende gedacht ist, und ein sehr wesentlicher Akteur sind die Studierenden. Vielleicht auch noch ein Thema, wie gesagt, natürlich ist diese Professionalität des Angebots ein entscheidender Erfolgsfaktor. Das heißt, also wenn ich diese PowerPoints irgendwie beame oder nur die PDFs einstelle, ist es das nicht. Gleichwohl ist es eine Entscheidung, muss ich 100% oder 150% digital sein oder inwieweit gelingt es, und auch das war, glaube ich, Konsens bei uns, digitale Angebote, auch ganz niedrigschwellige Angebote, wir sprachen beispielsweise über Foren und Chatrooms, sollten von einer hohen Kompetenz der Betreuung, sprich durch Tutoren, durch Begleitende, durch Learn-Coaches oder wie auch immer mit Unterstützern, damit das Ganze letztlich auch wirklich einen Mehrwert ergibt. Jetzt muss ich meine Gruppe weiß, Entschuldigung, das ist jetzt, weil wir haben am Schluss gesprochen, es geht nicht um den Mehrwert, wir waren am Schluss noch philosophisch gesagt, es geht vielleicht wirklich darum zu sagen, einen Wert zu erkennen, einen Wertbeitrag zu leisten. Das habe ich nicht verstanden. Also das heißt... Das heißt, ein Mehrwert ist doch ein Wert, den man, also das müssen Sie nochmal. Der Einwand kam jetzt nicht von mir, es ging darum, muss es immer etwas mehr sein. Wer war denn das? Wer kann das nochmal kurz erklären, diese Feinheit? Weil wir werden sicherlich mit dem Begriff, mit dem Begriff Mehrwert auch gleich nochmal arbeiten. Aber die Kollegin weiß es auch. Ja, der Einwand kam daher, dass letztens jemand gesagt hat, muss es immer ein Mehrwert sein? Ja. Und da hatte ich zuerst gesagt, natürlich muss es ein Mehrwert sein. Und dann kam ich in die Diskussion und dann hieß es, warum denn ein Mehrwert? Wir haben viele heterogene Studierende, wir haben unheimlich viele Individuen und von daher ist es die Frage nach dem Wert für jeden Einzelnen, aber für einen Einzelnen muss diese Digitalisierungsmöglichkeit, die wir schaffen, nicht unbedingt der Mehrwert sein. Aber für jemand anders ist es vielleicht ein neuer Wert. Vielleicht ist es sogar so, dass einige Studierende nur aufgrund dieses vermeintlichen Mehrwerts überhaupt studieren können, weil sie es vorher gar nicht konnten, was dann offenbar eine andere Form von Wert ist, die da an der Stelle kommt. Gibt es noch weitere Fragen, weitere Anmerkungen?
irgendwas, was die Teilnehmer vermissen und die Nicht-Teilnehmer wissen wollen? Sonst würde ich sagen, Sie waren auch, haben alle wesentlichen Punkte gesagt. Ganz herzlichen Dank, Frau Ebert-Steinhübel. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank nochmal an alle vier, dass wir das jetzt so im Schnelldurchlauf gemacht haben. Sicherlich auch an der Oberfläche geblieben sind, aber ich glaube, es ist schon klar geworden, also bis auf das letzte sozusagen, wo es um die studienbegleitenden Programme ging, die berufsbegleitenden Programme ging, dass doch die Ähnlichkeiten sehr groß sind, dass also möglicherweise diese Unterteilung in Universitäten, Fachhochschulen, technische Hochschulen, zumindest jetzt, was die Workshops anging, gar nicht so entscheidend war, weil die Herausforderungen, die Erfahrungen ganz ähnlich sind.